Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play zu Mount & Blade Bannerlord. Warte mal, wir können ja direkt hier Arena machen, sehe ich gerade. Das Fetzen. Das machen wir natürlich. Müssen ja unser Ansehen steigern noch ein bisschen, ein wenig. 2, 3 Meter lang brauchen wir ein bisschen Ansehen. So, was gibt's denn diesmal? Mehrere Kriegsfürsten-Schulterplatten. Na, da komm mal her, ihr Lümmels. Gut gerüstet diesmal, die Jungs. Hilft ihm auch nichts. So, nächster. Und tschüss. Das ist für mich noch so die einfachste Kampfweise. Schlimm finde ich es, wenn man auf Pferde oder im Bogen Modus ist. Das ist so, die zwei bin ich kein Fan von. Da muss ich noch sehr, sehr viel trainieren. Bogen geht inzwischen ein bisschen ab und an. Aber Pferd treffe ich immer noch nicht hundertprozentig. Also wäre ja schön, wenn es mal 50% wäre. Aua. Hält aber auch was aus hier, ey. Mein lieber Mann. Ja, jetzt haben sie einen Bogenschützen dabei. Und zieht der jetzt auf mich hier? Aua. Tja. Mein Bogenschütze lebt noch. Sehr gut. So, Finale noch schnell abklappern. Und dann Abflug. Na, der ist aber hartnäckig, der Junge. Sapperlot. Zappalutz. So, her damit. Her mit den Sachen. So. Inventory. Ist nicht gut. Cool. Wann haben wir Pferde, ne? Wahnsinn. Cool. Naja, es gibt Leute, die haben den schon gesehen, wo gezockt haben, die haben wesentlich mehr als ich. Also von daher. Oh, wir könnten mal wieder Truppen nachfüllen, sehe ich gerade. Ist denn hier die nächste große Stadt da hinten? Aber ich glaube, dass es gehört schon nicht mehr zum Imperium. Ich kann ja mal dran vorbeireiten. Wir müssen eh noch ein paar Quests machen. Wie viel Ansehen habe ich denn inzwischen? Das wird besser. Wir sind bald Stufe 3. Wir müssen aber Stufe 4 werden. Also, das dauert noch eine sehr, sehr lange Zeit. Also, von daher haben wir noch genug zu tun. Eine Karawane. Die weiß gerade nicht, wo sie hinreiten soll, ne? Kann das sein?
Ich jag die einfach mal. Ach so. Toll, jetzt klaut der mir die Karawane. Mann. Soll er das auch selber machen? Oben rekrutieren. Hier gibt es natürlich wieder. Ach doch, hier gibt es Imperiale. Okay. Ich sehe gerade, hier gibt es schon wieder ein Arena-Ding. Eieiei. Wir sind in diesem Let's Play wahrscheinlich wieder nur in der Arena. Was gibt's denn da? Ein Legionärsumhang. Ja, dann schauen wir mal. Attack them! Hui! Hello! Und zack! Und zack! Da liegt's im Dreck, kleiner Mann. Hihi! So. Überspringen, überspringen, überspringen. So, da sind wir wieder dran. Setzen. Annehmen. Und hier. Oh. Der verteidigt sich ja. Ist ja eine Frechheit. Überspringen, überspringen. Ja, wir müssen mal wieder dahin, wo ich noch ein bisschen üben kann. Wie so Mongolen rüber Osten oder so. Pferdekämpfe. Das sind Großteil Pferdekämpfe. Einfach hinlegen, Junge. Zack. So ist brav. So ist es brav. Ha! Mein Bruder gegen mich. Das ist wieder geil. Ich kämpfe mal wieder gegen meinen Bruder. Als Kinder haben wir uns noch in den Straßen gekloppt, ne? Und jetzt in der Arena. So muss das. So, kann das Ding was? Natürlich nicht. 996. Vielleicht Nathanos? Nicht mal Nathanos will den anziehen. Hey, hey. Nehmen wir noch die mit. Dass wir noch ein paar mehr Truppführer haben, dann kann die das Zeug haben. Wo ist sie denn? Da. Was habe ich das letzte Mal gesagt? Wer hatte die... Erik war das mit der Bogenschützengeschichte, ne? Verringerte erlittener Schaden durch Fernangriffe. Kann dann Tor gut mitnehmen. Hä? Ah. Verringerter Moralschock. Mit Nathanos. Sie kriegt die Verlangenstand. Ach, da habe ich anscheinend mehr von. Okay. Haben wir mal die Standarten noch verteilt. Sehr schön. Was hat sie denn für ein Pferd? Saumpferd. Alt. Oh je. Auch noch ein altes. Die kommen da immer mit so Krücken an. Wir können ja mal gucken, was sie schon kann anreiten. Nicht wirklich was, ne? Okay. Kriegt sie noch einen schönen Reitharnisch. Waffentechnisch. Nicht zu teuer. Auf was ist sie geskillt? Das müsste ich erstmal gucken. Hier. Thanos kann schon wieder irgendwo aufsteigen? Schon wieder?
Ich dachte, ich hätte den mal durchgebullert. Anscheinend nicht. Plus 20 Tragekapazität, jawohl. Athletik. Trefferpunkte. Minus 15 Rüstungsgewicht. Druckgröße erhöhen. Handel können wir auch noch hochsetzen. So, was hat sie denn? Bogen und Zweihand. Okay. Sie hat Bogen und Zweihand. Kriegt sie. Natürlich nicht den teuersten Bogen, den es gibt. Aber so, dass man es damit leben kann. Und was haben wir gesagt? Zweihand, ne? Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, da rauszufiltern. Zweihand-Stangenwaffe. Ja, zum Beispiel eine Möglichkeit. Hier, Rennerlanze, die kriegst du. Aber nicht auf First, sondern dann machen wir den Bogen. So. Rüstung brauchen wir jetzt auch nicht übertreiben. Rüstung können wir erstmal so lassen, oder? Wir finden bestimmt wieder genug. Das passt schon. So, questtechnisch sind die schon wieder. Ach, die gehen bestimmt da runter, ne? Mit denen haben wir ja Frieden geschlossen. Das heißt, wir gehen jetzt hier wahrscheinlich nach. Zu den. Wie heißen sie? Knubbels. Ich geh mal hoch. Ich helfe denen mal. Mit alles Geld. Oh, Karawane. Du brauchst nicht abhauen, ich krieg dich. Komm, ich hab das schnellste Pferd der Welt. Jetzt gib Gas. Nein? Weißt du nicht dein Ernst? Kommt dem wieder nicht hinterher? Warum nicht? Acht innerhalb der Kapazität. Was hat der an Geschwindigkeit? 6,4. Dem komme ich nicht hinterher. Na gut, dann gehen wir ins Heer. Hätte ja auch mal klappen können, ne? So, was machen die? Neue Aufgabe. Ah, sag ich doch, die gehen runter. Sag ich doch. Sehr schön. Bisschen kloppen. Bisschen klopfen. Wann geht da das Geld drauf? Ach ne, ich habe ja eingekauft. Ich wollte gerade schon sagen, ey. Ich habe ja einen Söldnervertrag, von daher sollte das passen. Wie haben sie denn da drin? Ah, zusammen habt ihr Phasus ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Was ist denn das? Wie ist geht ich in den jetzt wieder? Ja, der soll auf jeden Fall Belagerung können. Ich hab nämlich. Muss mal gucken, dass ich da noch irgendwen trainiere. Heilkunst. Waffe. Ah, Baukunst, nicht Belagerung. Schon wieder einer Level up, oder was? Ach, ich? Ja, moin. Oh, da muss ich auch mal wieder erweitern.
Da kommt er da mit 12 Mann angerannt, wie süß. Wow, wir kriegen noch mehr Verstärkung. Junge! Ich glaube, das wird ein leichtes. Lohnt sich das überhaupt? 1200 gegen 500. Naja, mal gucken. Schauen wir mal, ne? Attacke. Rinn in den Fight. Wir müssen eine Bresche schlagen. Ich nehme die Bogenschützen. Und runter vom Pferd vor allen Dingen. Wir gehen mal links rum. Kommt mit, Jungs. Oh, wow. Müssen wir wieder die Balliste nicht kaputt gemacht? Das ist halt, wenn sie zu früh angreifen, dann haben die noch ihre Katapulte. Unnötig Verluste. Deswegen sollte man dann schon erst die blöden Belagerungsdinger da oben kaputt machen, bevor man reingeht. Wenn man selber mal einen Trupp führt. Nach Belieben plänkeln. Mhm. Mal da links die Bogenschützen weg. Nein, du komm schon, das gibt's doch nicht. Bisschen über den Kopf. Ah, sie haben ihn sehr gut. Müssen auf jeden Fall auf. Ah, hier können wir Leitern aufstellen. Hihihi. Geht das? Mach das mal. Sehr gut. Dann gehen wir mal hoch. Ich will da nicht alleine hoch. Bin ich schon tot. Die drängeln. Oh Gott, ich muss hoch. Zack und zack. Linke Flanke fällt. Juhu. Für die Zwerge. Mutig die Leiter hoch. Zack und zack und noch einer. Die linke Flanke sind wir schon durch an der Mauer, jawohl. Sehr schön. Boah, das tut aber weh, ey. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen hinten bleiben.
Ach was, Rinder. Rinder. Mutig, wie wir sind hier. Und ruf und weiter und zack und links und rechts. Na? Oh wow, da fliegt einer. Immer schön drauf auf die Jungs hier. Brauchst gar nicht rennen, Junge. Mauer ist frei, würde ich sagen. Da spritzt Blut aus allen Ecken hier. Zwar fast tot, aber egal. Guck mal, wie sie fliehen. Feiglinge. Gemetzel. Wo rennen die denn hin? Okay, auf der Treppe hochschießen, quer geht nicht. Stürmen! Ah, die gehen wahrscheinlich... Wo gehen die hin? Ach, die sind ganz geflohen, oder was? Irgendwo kämpfen sie auf jeden Fall noch. Wahrscheinlich bei den Katapulten oder so. Ich weiß es nicht. Ich lasse meine Jungs einfach mal angreifen. Dann gucke ich mal, wo die hinrennen. Mann, was ein Schlachtfeld. Irgendwo müssen noch welche sein. War da echt irgendwie ein Vergessen da hinten? Oh, sie haben sie. Okay. Das war doch mal geil, oder? Ja, sehr gut. Ich habe zwar 300 Pfeile in meiner Brust stecken, aber das ist egal. Sehr gut. Machen wir den Rest so. Fertig. $123 Gold. Ist nicht viel, ne? Haben wir so viele Leute verloren? Ach du liebes Lieschen. So, zur Festung gehen, Truppen an die Garnison spenden. Dann fliegen die ganzen Typen hier raus. Alles, was nicht imperial ist, fliegt raus. Aber gut geblutet, ne? Meine Helden auch ganz schön weit unten. Mein lieber Mann.
Da haben wir echt gut geblutet. So, jetzt gucken wir mal, was Arik davon gebrauchen kann. Davon hat sie noch gar nichts an. Ist auch besser. Ist alles besser, glaube ich, was da ist. Halstuch. Okay, da hat sie ja den Legionärsumhang. Keine Handschuhe dabei? Doch, da hat sie nämlich auch noch keine. Immerhin schon was. Den Rest kannst du alles verscherbeln. Ist ja nur rüstungstechnisch, was sie braucht. Standarte der Wut. Erhöhter Nahkampfschaden. Oh, das wäre was für meinen. Oh, gut. 5% mehr Nahkampfschaden. Ist cool. So, wie sieht's denn aus? Haben wir wieder 3 Millionen Tonnen Getreide? Wahrscheinlich, ne? Ja, wie immer. Dafür nichts anderes. Aber die Leute essen halt auch gern was anderes außer nur Brot. Müssen wir mal bedenken. Huch. Da war nicht so viel Käse da wie gewünscht. Das ist aber doof. Aber wir haben ja Gott sei Dank auch genug Schafe, Schweine, bla bla bla. Von daher. Fisch. So. Schon wieder irgendwie ein Level up, oder was? Ich sehe nichts. Ah. Nervig mal wieder. Der hockt, glaube ich, auf Reittieren. Ich glaube, der führt die Kavallerie an. Oh, ich weiß es nicht mehr. So. Haben wir aber ordentlich, Mann, mein Lieber. 730 Leute. Hinter uns ist noch die andere Armee mit 400-500 Mann. Nicht schlecht. Ja, da hatten sie nicht wirklich viel drin, ne? Wo gehen wir denn jetzt als nächstes eigentlich hin? Ah! Razzi. Echt? Die wollen Razzi holen? Ohohoho. Okay. Da sollte aber vielleicht noch die andere Truppe dazukommen, hä? Sonst wird's eng. Vor allen Dingen, weil die ja wieder die Belagerungsmaschine nicht kaputt machen, die Seppel. Miliz. Wohl sollte gehen, ne? Wenn sie es jetzt vernünftig machen. Die machen halt immer nur so einen Schrammbock und so einen Belagerungsturm. Ah ne, jetzt machen sie Katapulte, okay. Was ist da los? Nicht mehr relevant. Zano. Ist halt echt wichtig. Oh shit, wir verlieren schon Leute. Ja, das wird nicht einfach. Ja, die zerstören sofort die Katapulte. Die können doch nicht einmal schießen. Ah doch, die haben schon geschossen einmal. Oh wow. Wenn Zenos Armee noch herkommen würde, dann hätten wir eine Chance. Ja, sonst wird's schwierig.
Vor allen Dingen, er baut die Dinger schneller auf als wir, ne? Seht ihr das? Dann sind die schneller kaputt, als wir gucken können. Ey, Junge, komm zu uns hier. Hallo? Nicht wegrennen! Du Säckel! Komm mit in die Belagerung. Jawoll! Jetzt haben wir eine Chance. Heranda! Jetzt kracht's. 1200 gegen 500. Oder 600? Ja, das wird interessant. Ich meine, die haben 250 Miliz, das darf man nicht vergessen. Ich nehme die Bogenschützen wieder. Los! Halt! Wir gehen wieder links. Oh shit, das sieht anders aus. Was haben wir denn hier alles? Haha, daneben! Da vorne sind die Leitern, ne? Also ich treffe die nicht wirklich, ne? Muss nur ein bisschen höher zielen. Ich treffe ihn nicht. Ich weiß ja nicht bei so einer Range, wie man da zielen muss. Da, so weit bin ich noch nicht, Leute. Das habe ich noch nicht so auf dem Kasten, glaube ich. Wie weit ist denn die Lagerungsmaschine? Sie geht von links nach rechts rüber. Jetzt können wir vor. Los! Leitern! Oh shit! Oh. Gut, dass wir da gerade weg sind. Oh, sie kommen wieder rüber. Sie haben es gerochen. Hört doch mal auf, euch zu bewegen. Jungs, hoch da! Auf geht's! Oh, muss der Chef wieder als erstes hoch, ey? Ich glaub's nicht. Auf jetzt! Keine falsche Scheu! Und zack, und zack, und der erste weg. Sie müssen sich nämlich verstärkt hier um die linke Burgmauer kümmern, weil wir hier durchbrechen wollen. Und dann geht die Mitte ein bisschen rüber. Die Mitte ein bisschen. Eier hier. Während wir uns um diese Plänkler kümmern hier. Zack.
na schön mit der Axt den Kopf spalten hier. Sollte man natürlich nicht mit der Anfangsrüstung machen, da auch so lebensmüde wie ich da reinhüpfen. Ne? Kleiner Tipp. Also vielleicht nicht zu Beginn, weil ich halte inzwischen echt gut aus. Okay, das sagte er und starb. Aua, aua, wo kommt die denn alle her? Aua, 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 aua. Ah! Scheiße. Was ein Gemetzel. Man sollte sowas nicht sagen. Also, ne? Das lernt ihr ja auch gleich mal mit in diesem Video. Man sagt sowas nicht. Man ist übermäßig gut ausgerüstet. Ne? Habt ihr gesehen, hat nicht gehoben. Das ist jetzt eh nur noch Miliz. Die hauen schon alle ab. Das dürfte eine Kleinigkeit werden. Ja, die flüchten schon alle, ne? Das war's schon. Aber das ist... War ein bisschen knifflig, aber... Ja, gut. Und 55 Gold nur. Wow. Gefangene habe ich keinen Platz mehr, oder? Ach doch, wollte schon sagen. Wir haben wieder 5 Einheiten zum Upgrade. Wir haben jetzt auch bestimmt gut auf die Schnude gekriegt. Wir haben die Stadt tatsächlich geholt. Geil. Aber dafür haben wir nicht mehr viele Truppen, ne? Haben wir gut geblutet, oder? Wie viel haben wir denn noch? Obwohl es geht, ne? Sehr cool. Jetzt kriegen sie erstmal wieder alles das... Oh, das ist alles imperial, ne? Siehst du gerade. Wir haben natürlich Asari-Truppen. Jetzt gucken wir hauptsächlich mal an der Rüstung für unsere neue. Ja, die ist auf jeden Fall besser. Die Handschuhe sind auch besser. Hast. Hast. Sehr schön. Was können wir dann verhökern? Gibt auch wieder ein bisschen Moos. Der Bogen ist sogar besser als den, den sie hat. Ich fasse es ja nicht. Hätte ich gar keinen Brauch kaufen müssen, ne? Wie sieht es denn mit den Schilden aus? Da hatte er, der hat ein gutes. Der hat auch ein gutes. Das ist auch in Ordnung. Bogenschützenflagge, Phalangstandhalter. Gut. Ja, das war ja doch sehr erfolgreich. Erfolgreicher, als ich angenommen habe. Leute, habe ich denn noch 105? Und ich selber natürlich, ich muss mich jetzt erstmal ausruhen. Stop that. Who... So, ich kann ja gar nicht.
Enough. I am. Du bist mein Gefangener, Freund Blase. Oh, 17 Upgrades. Ja gut, ich habe den Großteil jetzt hier mal selber gemacht. Ist ja ein Ding. Ja, ja, ist in Ordnung. Die werde ich eh gleich verkaufen. Ich gehe wieder in die Stadt zurück. Wow, jetzt habe ich aber Verluste eingefahren, mein lieber Mann. 3.400 für die Gefangenen. Sehr schön. Oh. Oh. Wer ist denn hier auf Einhand? Das ist doch sogar besser als seins hier. Krass. Ah, das war bestimmt von dem Anführer. Panzerbrechende Pfeile. Alter Schwede, richtig gut. Noch ein besserer Bogen. Haha, geil. Ich fass es nicht. Wurfwaffen hat, glaube ich, keiner von uns, gell? Ach so. Moment. Ich bin doch hier der Bogenschütze. Halt. Moment, Mädel. Einen Augenblick. Wir reden gleich. Moment. Du kannst die haben. So sieht's aus. Freund Blase. So. Zweihändig. Ja, wir haben auch gut durchgeballt. 50 Schaden gegen Reittiere. 50 Schaden gegen Schilde. Oh ja. Schildbrecher. Das hätte mir jetzt auf der Mauer sehr gut geholfen. Ja, geil. Gefällt. So, jetzt müssen wir bei der Rüstung noch gucken. Oha. Oha. Da sind richtig gute Sachen dabei. Ja, dann ran da. Für die Lady. Wollte Armschienen. Was heißt denn das? Sind die ein bisschen schlechter? Nee. Besser. Heißen halt einfach so. Ja, sehr gut. Das hat sich ja voll gelohnt. Das können wir auch wegschmeißen. Da, 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 da. Ein Schaf, Leinen. Der hat richtig was dabei gehabt, der Junge. Drachenbanner. So, jetzt gucken wir mal, ob die noch irgendwas haben zum Futtern. Oh, wir haben alles gekrallt hier. Ich habe nichts mehr zu essen. Tja, Pech, ne, würde ich sagen. Legt euch nicht mit den Leuten an. Mit den. Oh shit, jetzt muss ich erstmal nach Hause. 50 Verletzte habe ich. Ja, moin. Aber das war geil. Hat mir gefallen. Ich hoffe euch auch. Das war's auch schon wieder in diesem Let's Play. Zwei geile Schlachten gehabt. Gefällt mir. Aber wir haben noch ein Level Up, sehe ich gerade. Ich hoffe, es hat euch auch wieder ein bisschen gefallen, ihr Lieben. Hier müssen wir mal reinbollern. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, gerne wieder im nächsten Let's Play zu Mountain Blade 2 Bannerlord. In diesem Sinne, macht es gut und wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal.